Guten Morgen zu einem neuen Video von Dainichi Europe GmbH hier von der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich bin gerade dabei, das Ganze so ein bisschen zu ordnen. Was wollen wir erreichen und wohin soll es in nächster Zeit gehen? Wie erklären wir was und wie stellen wir uns auch so ein bisschen auf? Ja, wie kreieren wir unseren eigenständigen Punkt und wie legen wir euch da, wie wir mit dem Koi-Hobby in Zukunft vielleicht besser oder weiter umgehen können oder auch vielleicht unsere Kosten einfach aus kommerzieller oder aus ökonomischer Sicht heraus reduzieren können und mit dem Koi-Teich vielleicht auch ein bisschen besser ins Jahr 2024 passen können. Das könnte eine Richtung geben, wo wir euch eben zeigen können, wie haben wir hier den Betrieb ertüchtigt, mit welchen Mitteln arbeiten wir hier und wie können wir das vielleicht im Kleinen auf eure Teichanlage und auf euren Koi-Teich planen und rüberziehen. Bestimmt eine Richtung. Eine andere Richtung, die bestimmt auch sehr weitgreifend ist, ist das Thema Filtration und eine gleichbleibende Qualität von Wasser und eine gleichbleibende Qualität von Fischgesundheit, von Druck aufs Immunsystem, worauf sich der Fisch einstellen kann, wo der Fisch mit umgehen kann. Also Fischgesundheit im Allgemeinen, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, hey, wir haben es mit Fisch zu tun, wir haben es mit einer Hochzuchtvariante von Fisch zu tun, wir haben es mit einem Fisch zu tun, wo auch ein großer kommerzieller Hintergrund drauf liegt. Dieser Fisch wird nicht unbedingt nach gesundheitlichen Gesichtspunkten gezüchtet, sondern nach Schönheit, Größe und Volumen. Aber dennoch muss ich auch rauskehren, dass ich sagen möchte, es ist nicht alles so schlecht, wie sich der Mensch manchmal darstellt. Und du kannst gar nicht die Fische in Japan so weit behandeln oder so weit mit irgendwelchen Hilfsmitteln sensibilisieren, dass sie dann vielleicht später beim Privatmann in der Halterung nicht mehr funktionieren. Das kannst du mit den Mengen, die wir an Fisch in Japan halten, vorhalten und sortieren. Da kannst du nicht so labormäßig und so sauber mitarbeiten, dass der Fisch so verzogen wird, dass man ihn dann später praktisch in privater Hand nicht mehr halten kann. Also das ist auch ein Märchen, mit dem wir aufräumen sollten. Wir sollten aber auch damit aufräumen, dass wir glauben, die Dinger leben ewig. Also die Dinger leben nicht ewig, die Dinger sind empfindlich und die Tiere müssen so gehalten werden, dass es für den Halter als auch für die Tiere passt. Und wir sollten auch davon weggehen, dass wir sagen, mein Gott, es ist ein Fisch kaputt gegangen. Warum auch immer, Tragödie und Riesenproblem. Und nee, es ist leider so. Also auch bei mir gehen Fische kaputt, gar keine Frage. Zum Teil durch Umwelteinflüsse. Wir liegen hier direkt in direkter Nähe zum Flughafen Rostock-Lage. Wir haben hier das einzige, glaube ich, funktionierende Jäger 90 Geschwader von Deutschland. Die Dinger durchbrechen die Schallmauer. Es gibt einen Riesenknall und dieser Riesenknall, diese Druckwelle wird natürlich durch diese Riesendachfläche auf meinem Gewächshaus noch entsprechend wie so eine Trommelmembran, das gibt jedes Mal einen Druck, die Fische erschrecken, es kann mal einer rausspringen und kann auf diesem Wege zu Tode kommen. Das muss nicht unbedingt an einer Krankheit, an einem Kiemenwurm, an einem Parasit oder etwas liegen, sondern es können auch wirklich Umwelteinflüsse von außen sein. Und da muss man einfach sagen, ja, das passiert in diesen Hobbys, ja, und da können wir noch froh sein, dass wir uns auf einen Fisch ausgerichtet haben, der eben nicht der Natur entnommen ist, sondern ein komplettes Kunstobjekt aus menschlicher Hand. Den gäbe es nicht, wenn es den Menschen nicht gäbe. Es ist auch ein simpler Karpfen, der jetzt von der Genetik her der Natur nicht irgendwie abgeht. Es ist kein wertvoller Wildfang, der irgendwo in der Natur bedroht ist, sondern es ist ein ganz gewöhnlicher Karpfen, den es global überall gibt im Prinzip, wo er Bedingungen vorfindet, in denen er existieren kann. Und seine Range, in der er existieren kann, ist halt unglaublich groß. Das ist ein Thema. Das nächste Thema
Wäre auch Futter, ganz klar. Also Futter spielt eine Riesenrolle da rein. Wie füttere ich, hat natürlich auch einen Einfluss auf den Filter. Und wie halte ich dieses System Wasser stabil? Und dann bestimmt auch, dass man einfach sehen muss, dass nicht jedes Jahr genauso ist wie es vorherige oder wie es kommende Jahr, sondern dass einfach jedes Jahr haben wir neue Schwierigkeiten, die sich anders darstellen. Jetzt dieses Jahr 2024 haben wir einen extrem wechselhaften Sommer. Dadurch ergeben sich einfach auch extreme Unterschiede in Temperaturverlauf, Luftdruck und, und. Ich merke, die Teiche sind extrem, extrem aus ihrem Takt raus, extrem instabil. Die Fische reagieren extrem instabil, reagieren auch extrem sensibel auf Neubesatz. Und ich glaube, so viele Schwierigkeiten wie dieses Jahr an mein Ohr randringen, hatten wir, glaube ich, selten bis noch nie. Aber klar, ich habe natürlich auch immer mehr Fische, die ich rausschicke. Unsere Produktionsleistung wird immer höher. Wir haben immer mehr und mehr Kunden. Wir stellen immer mehr und mehr Fische in die Auktionen hinein. Und natürlich darüber ist dann dieses Feedback natürlich auch viel geballter, aber auch sehr viel aussagekräftiger als vorher. Ja. Und man bekommt es ja mit aus den verschiedenen Regionen Deutschlands. Ich schaue mir abends immer sehr aufmerksam die Wetterkarte an. Hier oben bei uns ist es dieses Jahr noch relativ stabil gewesen von der Wetterlage her. Aber was im süddeutschen Raum halt abgeht mit viel Wasser, viel Niederschlag und viel Temperaturspreizung und Tiefdruck, Hochdruck im Wechsel. Und das ist schon sehr, ja, sehr erstaunlich und bringt die Teiche sehr stark aus dem Gleichgewicht. Und da kann man auch dann durchaus auf die aktuellen Lagen eingehen, wie es sich gerade alles darstellt und womit wir gerade zu tun haben. Was auch damit einhergeht, dass wenn ein Parasit ganz stark auftritt, tritt er meistens wirklich bei ganz vielen Koi-Liebhabern gleichzeitig auf. Also bestimmte Wetterlagen, bestimmte Umweltbedingungen bringen dann einen bestimmten Parasit, ob das jetzt Costia ist oder ob das jetzt ein Hautwurm oder ein Kiemenwurm ist, bringt das ganz, ganz stark hervor. Und die Probleme von den Koi-Liebhabern sind meistens ähnlich gestaltet oder die gleichen. Also da kann man auch dann drauf eingehen, kann sagen, okay, zurzeit stellt sich das Problem und wie gehen wir damit um? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Von daher gibt es relativ viele Wege, wo wir das hinspreizen können. Gerade beim Thema Filtertechnik haben wir natürlich auch ein gewisses Preisniveau, wo wir auch sagen könnten, wir machen hier eine Strecke für den Einsteiger oder für den Kunden, der weniger Geld zur Verfügung hat, junge Leute, die vielleicht noch im elterlichen Garten sowas vor sich hin basteln und dann eben der Profi und der auch deutlich mehr Geld zur Verfügung hat und wie richte ich mir sowas profimäßig ein und worauf achte ich da oder wie gehe ich damit vielleicht auch in einem Low-Budget-Bereich um, wie kann ich da trotzdem weiterkommen und wie kann ich mir trotzdem da auch mit wenig Geld weiterhelfen. Das wären auch zum Beispiel zwei Ranges, die es zu betrachten gibt, wobei natürlich beide Linien für den Koi-Hobbyisten, glaube ich, interessant sind, weil man einfach auch ganz viel dann wieder ableiten kann für seine eigene Situation. Ja. Das wäre auch noch eine gute Sache, die man darstellen kann, auf jeden Fall.